Syntastisch Hallihallöchen, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt mal wieder den Überraschungsei. Den habt ihr euch so krass oft gewünscht und deswegen kommt ihr heute auch mit dabei, ist der Pet. Hi! Und ja, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall jetzt Like, der für diesen krassen Tsunami. Ihr wolltet ihn unbedingt sehen, deswegen kommt der auch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Bevor ich es vergesse zu sagen, du kannst dich auch diesen Kanal kostenlos abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn genau du ein Teil unserer Community wirst. Pet, das Land! Was? Ja! Das kann doch nicht wahr, Steinern. Und da ist sogar ein Haus, das heißt, da wohnt jemand, wir sind gerettet! Heilige Makrele, endlich ist es soweit. Ja, geilo. Okay. Richtig cool, der Rino. So, boom. Wurde erstmal kaputt gemacht, komm auch, mein Junge. Bam. Ups. So, und ich bin so weit geflogen. Hä, irgendwie ist dieser Boden hier voll weich, ne? Ja. Das ist kein Der schmeckt doch. Lecker, guck mal. Den kann man essen, lecker. Den Boden. Oh. Ups. Tut mir leid, da habe ich nicht. Hä, ist es, das schmeckt nach Schokolade, ne? Ja, ja, doch. Das ist, glaube ich, Schokolade. Das ist ein Schokoladen. Hier auch, das ist ja, ein Schokolade. Ein bisschen bitter schmeckt das, ne? Ja. So, ja, ein bisschen bitter ist es aber. Oh, hier ist auch ein Villager. Pet, hier ist jemand. Was? Und in dem Haus auch. Lass ins Haus gehen. Wo denn? Da unten läuft an dem Haus aber auch. Oh nein, und guck mal, da ist genau ein Schaf auf der Insel. Wir wissen alle, was das heißt. Wer ist auch der Villager? Nein. Pet, nein. Der Villager sagt das, was ich gedacht habe. Sagt, dass ein Tsunami kommt. Warte mal kurz. Warte, ich kann nicht mit ihm reden. Der Block ist hier. Oh nein, nein. So. Hier ist der Villager. Weiter. Ich kenne den Bruder. Echt jetzt? Walter. Ja, das ist Walter. Ja, was sagt er? Walter, was sagst du? Es kommt ein Tsunami. Ein Tsunami kommt. Ihr Überraschungsei-Tsunami? Das kann doch nicht wahr, Stein, an ersten Schokoladen. Bist du denn bekloppt geworden? Ja, erst ein Schokoladenhaus und jetzt hier noch ein Überraschungsei-Tsunami. Heilige Makrele. Das kann doch echt nicht wahr, Stein, was hier abgeht. Und wir sollen uns von der Kiste die Blöcke nehmen und so sichere Base bauen gegen den Tsunami. Ja. Was? Alter, sind da viele Schokoladenblöcke drin. Weißt du, was ich jetzt gerade irgendwie nicht verstehe? Was? Walter, warum lässt uns einfach nicht bei dir leben? Ja, ist echt so. Du sagst, die ist undicht? Die Base... Okay, die Base, ja, okay. Die würde einstürzen, sagt er. Ja gut, Walter, wir möchten dich aber auch nicht alleine lassen, ne? Das, ja, das wollen wir auch nicht, Walter. Komm, du bleibst jetzt mal da hinten, Walter. Wir kommen dann gleich, wenn die Berge passen. Nimm mir noch ein paar, Blöcke, Pat, ne? Genau, ich nehme noch ein paar Blöcke mit. So, perfekt. Walter, danke schon für die Info, ne? Wir kommen später wieder. Hau rein. Oh Gott, endlich jetzt erleben wir auch mal einen Tsunami in echt, Pat. Ey, wir haben noch nie Tsunami erlebt. Überraschungsei-Tsunami. Weißt du, wie geil das ist? Den können wir bestimmt essen. Ich muss ja sagen, so ganz daran glaube ich ja nicht, dass ein Überraschungsei-Tsunami stattfindet. Hallo? Ja, aber... Wie korrupt wäre das denn? Guck mal, das ist ein Schokoladen... Ach, hier ist die Frau, die Helga vom Walter. Hallo? Helga! Ja, da ist sie, da sieht man sie doch. Helga noch Single? Ja. Oh, warte, sorry. Pat, ne, anderes Thema. Wir müssen uns hier jetzt... Ja, sorry. Erstmal müssen wir auf den Tsunami konzentrieren. Genau, aber guck mal, das Haus ist aus Schokolade. Es hat so gut geschmeckt, da haben wir noch Schokoladenblöcke hier. Ja, ich fand, die Schokolade war ein bisschen bitter. Ein bisschen bitter war sie vielleicht schon, aber trotzdem, so gegen gratis Schokolade. Ganz okay, ne, dafür, dass man halt vom Boden essen kann, ist ganz cool. Das ist, da kann man sich eher weniger beschweren, ne? Da kann man sich auf keinen Fall beschweren, würde ich sagen, ne? Ja, und jetzt haben wir gerade eine Schokoladenbase, die schmeckt so gut. Oh, delicious. Lecker, dass ich hier nicht Dings, Alice würde ich die Base selber essen, ne? Ja, das ist die, so die Sache. Oh, das tat aber weh. Oh, pass auf. Ne, ja, ich bin nicht gerade gestürzt. Oh, das hat sich... Ich bin auch... Bist du auch runtergestürzt? Ja, pass mal auf, mein Jung. Ich tue schon mal ein paar Gläser machen, dass wir hier auch den schönen Überraschungsei-Tsunami sehen können. Der wird bestimmt so lecker schmecken. Boah, der wird unnormal lecker schmecken. So, richtig delicious. So. Mm. Aber Opa Francesco hat schon mal den ein oder anderen Tsunami miterlebt, ne? Echt? Ja, ja, hat er doch gesagt. Boah, was weiß ich. Da sind ganz viele Gift-Tsunamis. Alter. Sogar den legendären Karlsruhe-Tsunami hat er schon mal miterlebt. Doch. Auch den Arazul-Tsunami. Arazul-Tsunami auch. Der Sudet. Alter, heilige Makrele. Das kann echt nicht wahr sein, wie viel Opa Francesco schon miterlebt hat. Also Opa Francesco, der hat wirklich schon einiges durchgemacht in seinem Leben, ne? Der hat einiges auf dem Buckel, was das angeht. Und... Alter, es ist richtig schwierig. Von dem kann man auch ein bisschen lernen. Genau, immer schwierig, die,
die Steine, die Schokoladenblöcke hier abzubauen. Ne? Das tut richtig weh, die ist schon ja, richtig hart, halt, die Schokolade. Ja, das ist halt harte Schokolade, ne? Muss ja auch standhalten. Genau, das ist gut. Das, aber eher solche harte Schokolade als, ne? Wollte gerade sagen, lieber so eine Schokolade, dass es gleich wegbricht. Genau, das wollen wir ja eh am wenigsten. So. Was genau. Brauchen wir sonst für die Base? Wir müssen irgendwie noch Walter hier reinbekommen, ne? In die Base. Ja, Walter wäre ganz gut. Wollen wir den gleich mal reinschieben, ihn und Helga? Ja, können wir machen, wenn du möchtest. Wird, ja, oder willst du ihn allein in seiner Armbase lassen? Puh, mir ist das wirklich egal. Wo ist denn Walter? Walter ist weg? Hier unten ist nur... Ach doch, da unten hier, das ist Walter, man erkennt ihn. Aber irgendwie... Sorry, Walter, dass ich jetzt hier schlagen muss. Aber er will nicht... Brauchst du sagen schon mal in der Base, Walter, aber Walter will nicht. Walter will nicht. Nee, ja, er wehrt sich irgendwie. Vielleicht ist das halt so wie bei der Titanic, weißt du, er möchte mit seinem Haus untergehen. Ja, okay, Walter will. Ich habe jetzt oft genug ihn drauf angefordert, dass er mitkommen soll, aber er will nicht. Ja, mehr kannst du auch nicht machen, nee, ganz im Ernst. Kann echt nicht wahrsteinern. So, haben wir noch ein Dach, wo wir uns das von oben angucken können, das Spektakel? Das habe ich gemacht, so ein kleines Glasdach. Ja, ja, ich baue eine Treppe hoch. Hier, warte. Warte. So. Sieht mal richtig geil aus. Guck mal, haben wir uns. Sieht coole Rinde aus. Richtig coole Rinjo, aber wollen wir hier noch einen Weg nach unten machen, dass wir auch aufs Dach gehen können? Können wir auch Warsteinern machen. Würde ich schon maken eigentlich. So. Aber naja, das sieht schon mal richtig cool hier aus. Ja, hier ein bisschen, da kann ich dir nur recht geben. So, mal das hier abbauen. So, aufs Glas jetzt hier noch diesen Block. Ja. Richtig geil. Oh, pass auf, da hast du mich gerade fast mit deinem Block hier erschlagen, ne? Oh, hast du mir voll auf mich gesetzt. Das war nicht meine Absicht. Ja, kein Problem, aber bald sollte dann auch der Tsunami kommen. Hoffe ich mal, weil sonst warten wir ohne dich da. Du hoffst auf den Tsunami? Also, was heißt hoffen, weil sonst bauen wir das alles hier umsonst. Also, das hat sich jetzt ein bisschen krank angehört, muss ich ja zugeben. Meinst du? Also, ja. Du weißt ja, wie ich es meine. Naja. Na. Bist du dir unsicher oder was? Ich denke auf jeden Fall, dass der Tsunami uns nichts tun wird, weil das ist ein Überraschungs-Tsunami. Vielleicht sind auch ganz viele Spielzeuge jetzt drin dann in dem Tsunami. Ja, ja, komm, sei mal ein bisschen realistisch hier. Ja, 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 ja. So, okay, ich würde sagen, wir reden nochmal kurz mit Walter, ob er mitkommen möchte und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, okay? Okay. So, jetzt. Walter, komm mit, wir müssen uns in die Base und sicher eingraben. Der Tsunami kommt schon, guck mal da. Perpet, der Tsunami. Walter, komm doch, mach doch hinne. Nein, Walter, komm doch mit. Walter, der Überraschungsei-Tsunami, geil. Walter will einfach nicht. Ich kann ihn nicht. Ja, ich kann ihn dann nicht lass ihn, wir müssen uns auch safen. Okay, komm, Walter, tut mir leid. Oh, Walter. Nein, das wollte ich nicht. Lass uns rein. Warte, ich guck mal das Spektakel von oben erst nochmal kurz an. Du hast Walter getötet, du... Was? Ach du Leute, guck mal den Überraschungsei-Tsunami an, geilo! Das ist... Ich muss gerade sagen, ich bin ein bisschen schockiert, ne? Du hast warum? Walter getötet! Warum? Ist doch egal, er wollte nicht, er wäre so oder so gestorben, denke ich mal. Es sei denn, es ist wie ich denke. Vielleicht bin ich auch so egal. Nein, du bist mir nicht egal. Ja. Oh Gott, er kommt immer näher, Ja. Guck mal, ich kann hier locker so hier bleiben, sondern das passiert bei nichts. Oh Gott, lass rein, schnell! Oh. Oder? Guck mal, ich bin richtiger YOLO. Ich mach's richtig YOLO. Hilfe. Komm rein. Das tut weh. Pat? Hörst du mich doch? Ich muss ihm helfen. Wo ist er? Pat? Oh Gott, ich muss hier raus, Leute. Ich muss meinem Freund helfen. Raus, schnell. Es dauert so lange. Oh Gott, Leute. Pat, hörst du mich noch? Wir müssen Pat helfen. Oh Gott, es ist doch nicht so. Pat, da hinten. Pat. Ich sehe dich. Pat. Oh Gott, Leute. Guckt euch an. Überall Überraschungseier und es schmeckt nicht nach Schokolade. Pat ist gestorben, Leute. Wir müssen irgendwie... Nein, aber irgendwie... Meine Luft geht langsam weg, Leute. Oh Gott. Oh mein Gott, ich muss irgendwie zu Pat nach unten. Vielleicht kann man ihn noch irgendwie wiederbeleben oder sowas. Pat? Wo ist er? Oh Gott. Aber es ist hier nicht so schokoladig, wie ich dachte. Er ist doch gefährlich, der Tsunami. Wo ist Pat? Nein, ich muss hoch. Ich merke, es tut weh. Es schmerzt. Ah! Leute! Die Luft. Na. Hilfe.
So Leute, das ist mit dem heutigen Tsunami, und zwar mit dem Überraschungsei-Tsunami. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut doch mal beim Paid vorbei, da gibt es auch einen schönen Lebenszyklus. Und ja, wenn es gefallen hat, lasst ein Like da und ciao. Ciao.